Hey, my lovelies. Ich habe heute eine direkte Frage und zwar, was plant dein Gegenüber in deine Richtung? Ich muss doch auch mal wieder meine Special-Karten benutzen, oder? So, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, wir bekommen jetzt hier eine wundervolle Legung, in welchem Sinne auch immer. So, was haben wir als erste Energie? Catfish. Oh, wow. Hier hat sich jemand eine Fake-Identität erschaffen, um an dich ranzukommen. Okay, sehr, sehr interessante Energie. Und zwar, ja, natürlich heißt es irgendwo auch, dass jemand nicht ganz ehrlich ist zu dir. Okay, eventuell auch durch gewisse Selbstunsicherheiten oder dergleichen, wo einfach dieser jemand Angst davor hat, sein wahres Selbst zu zeigen. Meine Güte, das geht ja schon mal. Es fängt gleich mal interessant an. Gucken wir direkt mal weiter. Ich hole mir wie immer erstmal die Energien ab und dann schauen wir, was es hier zu klären gibt. Dann das zweite Date. Ich möchte dich gerne besser kennenlernen. Möchtest du dich mit mir nochmal treffen? Möchtest du ein zweites Date? Also es kann sein, dass du hier mit jemandem zu tun hast, ob jetzt schon seit längerem oder frisch kennengelernt. Dieser jemand verbirgt noch etwas. Dieser jemand ist nicht ganz ehrlich, ja, also nicht ganz ehrlich im Sinne, nicht unbedingt im Sinne von Lug und Betrug und Verrat und dergleichen, sondern vielleicht auch so, ich muss erst mal gucken, wie du bist, wer du bist. Kann ich dir vertrauen? Kann ich mich dir öffnen? Kann ich mich dir anvertrauen? Ja, das können ganz, ganz kleine Sachen sein. Ja, einfach, dass dieser jemand noch nicht offen über die Gefühle sprechen kann oder vielleicht dir noch keinen Einblick geben kann in seine Welt, in sein Leben, in sein Innenleben, seine Gefühlsebene, seine Gedanken oder was auch immer. Und dieser jemand möchte dich hier erstmal ein bisschen näher kennenlernen, ja, um mir zu gucken, bist du eine vertrauenswürdige Person? Ja, natürlich können wir von uns aus höchstwahrscheinlich sagen, hey, no problem, du kannst mir vertrauen, ja, aber ich meine, es liegt ja immer an diesem Gegenüber. Was spürt dieser Mensch von dir? Weißt du, wie sagt man? Fällt mir gerade nicht ein. Du strahlst was aus, ja, und je nachdem, wie dieser Mensch mit dieser Ausstrahlung umgeht, ob das für ihn jetzt vertrauenswürdig ist oder nicht, darum geht es. Eieiei. Ah, Spontanität. Oh, krass. Ich weiß, es könnte so ein bisschen last-minute-technisch sein und nicht komplett durchgeplant. Aber würde es dir was ausmachen, mit mir auszugehen? Also es kann sein, dass hier ganz, ganz plötzlich eine Einladung kommt. Ja, also anscheinend ist hier doch irgendwas im Untergrund bei diesem Menschen, wo er denkt so, du bist es definitiv wert, dass man dich näher kennenlernt, dass man diese Verbindung intensiviert. Und dementsprechend kann es auch sein, dass er hier von heute auf morgen direkt mal vor der Türe steht und sagt so, hey, ich habe gerade Zeit. Ich weiß, du hast heute zufällig frei. Hast du vielleicht Lust, dass wir essen gehen? Oder hast du vielleicht Lust, dass wir spazieren gehen oder sonstiges? Eine sehr spontane Geschichte. Ich habe aber irgendwie so ein bisschen im Background, trifft jetzt natürlich auch nicht auf alle zu, aber ich habe im Background diese Info, dass dieser Mensch eigentlich im Grundsatz gar nicht mal so spontan ist. Aber für dich, weil er dich hier unbedingt kennenlernen möchte oder näher kennenlernen möchte, sagen wir es mal so, kann ja auch sein, dass ihr euch schon seit 3 Jahren kennt oder so, aber diese Verbindung intensivieren möchte. Deswegen ist hier so dieser Drang im Inneren und möchte hier spontan und jetzt gleich, am besten sofort und die nächsten 10 Tage, keine Ahnung, sich mit dir treffen. Vielleicht wird es hier auch ein super schöner Ausflug irgendwo hin, in die Sonne, ans Meer.
Komm weg, ich hole dich mit meinem Privatjet ab, um Gottes Willen. So, also eine Entschuldigung haben wir hier. Bitte nimm meine Entschuldigung an für die Dinge, die ich nicht richtig gemacht habe oder dafür, dass ich es nicht richtig gemacht habe. Haben wir hier eine gemeinsame Vergangenheit zwischen euch beiden, wo nicht alles glatt gelaufen ist, ja, wo dieser Mensch hier vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht hat und nun hier wieder auf dich zukommt oder ihr habt euch wieder so ein bisschen intensiver miteinander verbunden und hier möchte eine Entschuldigung raus. Ja, jetzt verstehe ich auch das mit dieser Vertrauensgeschichte. Vielleicht hat dieser Mensch Angst, sich dir zu öffnen und über die wahren Gefühle zu sprechen, weil er vielleicht denkt, dass du ihn verurteilst. Ja, es gibt viele, viele Menschen, die sind nicht wirklich in der Lage, um Verzeihung zu bitten, beziehungsweise es fällt ihnen sehr schwer. Ja? Die ein oder anderen haben es auch gar nicht gelernt oder mitbekommen, irgendwie aus der Umwelt, sage ich jetzt mal. Okay. So. Okay. Du bist nicht so wie die anderen Menschen um ihn herum. Und das ist das, was dich so mega interessant macht. Er mag es, dieser Mensch mag es, dass du anders bist, auf irgendeine Art und Weise. Wir haben hier eine ganz, ganz spezielle Verbindung oder eine spezielle Form von Zuneigung, sagen wir es mal so, die dieser Mensch für dich empfindet. Ja, egal in welchem Bereich, egal auf welcher Ebene. Und unter dem Deck haben wir die Nervosität. Ich mache mir Sorgen darum, wie unser Treffen verlaufen wird, wie unser Date verlaufen wird. Ich hoffe, du magst mich. Ja? Wie ich schon gesagt habe, hier ist ganz, ganz viel Unsicherheit. Bin ich richtig für dich? Bin ich gut genug für dich? Kann ich dich begeistern? Kann ich unser Date interessant gestalten? Ja, diese ganze Unsicherheit, deswegen hier vielleicht auch so der Versuch, so spontan zu sein, ja, um dich mit irgendwas zu überraschen. Also dieser Mensch möchte dir gefallen. Ob das jetzt nun richtig oder falsch ist, lassen wir doch einfach mal so dahingestellt, ja, weil ich meine, natürlich sollte keiner sich in irgendeiner Form verbiegen und verdrehen und verrenken, aber dieser Mensch ist hier so nervös, kann auch sein, dass hier so ein bisschen Verliebtheit mit im Spiel ist, ja, oder was heißt ein bisschen? Die einen sind vielleicht ein bisschen verliebt, die anderen sind schon dramatisch verliebt in dich, aber diese Unsicherheit und Nervosität, die lassen halt dauernd so diese Selbstzweifel da. Ja, mache ich alles richtig oder und wenn ich was verkacke, dann möchte ich um Verzeihung bitten, dass ich es nicht ganz richtig gemacht habe oder sonst irgendwas. Ja, ihr merkt schon, ich werde gerade auch so ein bisschen nervös, weil diese Energie ist total vereinnahmend. Ja, da ist total viel Unsicherheit, aber auf eine süße Art und Weise. Also, ja, auf eine süße Art und Weise. Okay, Ansichtssache. Aber schon, allein schon dieses, ich hoffe, du magst mich. Wenn ihr euch schon länger kennt, ja, dann ist es, ich hoffe, du bist dazu bereit, dich tiefer auf mich einzulassen. Ich hoffe, du bist offen für mich. Ich hoffe, ich kann dir vertrauen. Ich hoffe, ich kann dir Dinge anvertrauen. Ich hoffe, du magst mich so sehr, dass ich dir mein wahres Selbst zeigen kann. Mein höheres Ich. Hier gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu klären, aber ich hole mir hier trotzdem einfach mal ein bisschen was ab. Was haben wir hier? Den König des Wassers. Den König des Wassers. Skorpionenergie.
Das ist diese, es kann sich hier natürlich um einen Skorpion-Menschlein handeln, muss aber nicht. Okay, jetzt kann man natürlich wieder sagen, hier so Skorpione hin oder her oder beziehungsweise allgemein so Wasserzeichen, König des Wassers, der spielt hier nur was vor, beziehungsweise der äußert vielleicht Emotionen oder Gefühle, die eher manipulativ wirken sollen. Ja, kann ich gleich mal sagen. Ja, wir haben hier doch dieses Fake-Profil bzw. die Fake-Identität am Anfang der Legung gehabt. Es kann sein, einfach nur, nicht jetzt aus einem bösen Willen raus, sondern einfach nur, um zu testen, inwiefern kann ich dir vertrauen. Also ja, hier können Dinge eventuell so ein bisschen verdreht oder falsch ausgesprochen werden, beziehungsweise es kann sein, dass dieser Mensch sich von einer ganz anderen Seite zeigt. Einfach um zu gucken und um zu beobachten, wie du reagierst. Lasst mich das vergleichen mit irgendeinem ersten Date oder so. Ja, da ist man froh, da ist man happy, wenn man sich, ja, wenn man sich versteht natürlich nur. Man zeigt sich von der besten Seite und man flirtet miteinander und pipapo, ja. So ist es ungefähr gemeint. Natürlich, wenn ihr euch schon länger kennt, hast du diesen Menschen wahrscheinlich schon lange durchschaut. Das kann natürlich auch dazu führen, dass genau dieser Umstand diesen Menschen noch nervöser macht, der ja, noch mehr in diese Unsicherheit bringt, in diese Zweifel, weil vielleicht war dieser Mensch hier in der Vergangenheit der Mega-Aufreißer, ja, und möchte mit dir aber hier etwas Ernsthaftes aufbauen, Stück für Stück. Und weiß aber ganz genau, wie du über diesen Menschen denkst. Ihr seht, es ist alles ein bisschen verwirrt hier. Nichtsdestotrotz, er bleibt hier, dieser Mensch bleibt hier am Ball. Also dieser Mensch, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er so schnell aufgibt. Also selbst wenn du hier sagst, so, nee, ich weiß nicht, vielleicht lieber nicht oder vielleicht lieber ein andermal. Ich glaube, der wird hier diese Ablehnung oder dieses Nein hinnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt das dann nochmal versuchen. Gucken wir weiter. Die 9 der Münzen für das zweite Date. Wie ich gerade gesagt habe, er versucht es nochmal. Er versucht es weiter. Der möchte dich hier nicht aufgeben, weil er genau weiß, was er in dir gefunden hat, beziehungsweise was in dir steckt, beziehungsweise welches Potenzial eure gemeinsame Verbindung beinhaltet. Er möchte mit dir hier weiter. Es ist sein Wunsch, mit dir in eine gewisse Richtung zu gehen, beziehungsweise mit dir oder die Verbindung zu dir zu intensivieren. Ja, er möchte hier intimer mit dir werden, auf energetischer Ebene, auf Seelenebene, auf körperlicher Ebene, ja, wie auch immer. Seine Unsicherheit hier, ich muss noch mal kurz zurück zu dieser Fake-Identität. Seine Unsicherheit kann natürlich hier auch dazu führen, dass dieser Mensch den Obermacker markiert, ja, in irgendeiner Form. Vor lauter Selbstzweifel und weiß nicht, vielleicht auch Minderwertigkeitskomplexe oder Zerrissenheit, Nervosität oder sonstiges, dass dieser Mensch hier erst recht sich aufbäumt und super cool tut oder dergleichen, ja, oder den Clown spielt und du merkst aber irgendwie so, hey, sei doch einfach wie du bist, ja, sei doch einfach nur echt. In diesem Fall sollte dies so sein, sag's diesem Menschen einfach. Ja, sag so, hey, du brauchst mir nichts vorspielen, alles gut. Wenn ich mich mit dir treffe, dann nehme ich dich so, wie du bist und nicht irgendeine Maske. Also, für die Spontanität bekommen wir die Königin der Erde. Okay, noch mehr Unsicherheit. Du bist hier nämlich so vielleicht auch nicht so spontan. Ja, also das möchte ich dir jetzt nicht unterstellen. Aber er denkt hier, dass du nicht die Spontanität in Person bist und deswegen vielleicht hier noch mehr Unsicherheit aufkommt.
Meine Güte, was ist das hier für eine Energie? Noch mehr Unsicherheit, ob er dich hier überhaupt mit diesem spontanen Ausflug oder mit diesem spontanen Besuch begeistern kann, dich berühren kann. Merkt ihr was? Das ist wie ein kleines Kind, das nicht weiß, wie es sich verhalten soll in gewissen neuen Situationen. Ja, irgendwie, hast du diesen Menschen hier den Kopf verdreht oder was ist da los? Mir scheint es, als wüsste er oder sie hier überhaupt nicht, wie, wo, was, warum. Hier ist nur der Wunsch, dir näher zu kommen. Aber er weiß es nicht wirklich, wie er das anstellen soll. Wahnsinn. So, der Eremit. Okay, hier gab es anscheinend einen Rückzug. Ja, wir haben hier der Eremit als Klärung für die Entschuldigung. Hier gab es vielleicht vor kurzem oder in der Vergangenheit einen Rückzug seinerseits, was ihm sehr leid tut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was hier noch dahinter steckt, ja, mit diesem Rückzug. Bei den einen ist es jetzt nur eine kleine Sache, dass dieser Mensch vielleicht irgendwie ein vergangenes Treffen oder ein vergangenes geplantes Treffen abgesagt hat, sich daraufhin vielleicht ein, zwei Tage nicht gemeldet hat oder sonstiges. Kann aber natürlich auch sein, dass hier größere Dinge geschehen sind. Fakt ist, es tut diesem Menschen leid. Diese Zeit war hier aber anscheinend für ihn komplett notwendig und auch ganz, ganz wichtig, um sich selbst zu finden. Ja, weil der Eremit ist ja nicht nur dieses Alleinsein, dieser Rückzug, sondern auch das Erlangen von Erkenntnissen in Bezug auf irgendetwas oder auf irgendwen. Vielleicht war dieser Rückzug hier auch notwendig, um überhaupt zu erkennen, wer bist du für mich? Was bist du für mich? Was fühle ich für dich? Wir haben also für die Karte, dass du was Besonderes bist, dass du ganz anders bist als die anderen, bekommen wir den König des Feuers. Dadurch, dass du dich abhebst von der Masse, dadurch, dass du für diesen Menschen was ganz Besonderes bist, entfachst du hier sämtliche Leidenschaft. Okay? Sämtliche Leidenschaft. In jedem Bereich, auf jeder möglichen Ebene. Unter dem Deck haben wir für die Nervosität die 6 des Wassers. Du kannst es hier wegspülen, diese Nervosität, indem du hier auch offen und ehrlich mit diesem Menschen sprichst. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Hey, sei einfach wie du bist. Ja, wenn du ihm ganz klar kommunizierst und wenn du ihm ganz klar sagst, so, es ist alles okay. Wenn wir uns treffen, lass uns ehrlich zueinander sein, lass uns ehrlich miteinander umgehen, aufrichtig, wir können uns alles sagen und so weiter und so fort. Ja, zumindest von deiner Seite. Seinerseits wissen wir ja, dass hier noch ein bisschen Unsicherheit herrscht. Es kann auch sein, bei den einen oder anderen dauert dieser Weg ein bisschen länger, also dieser Weg der Öffnung, ja, bis dieser Mensch dir wirklich hundertprozentig, nein, Vertrauen, das hört sich so an, als hättest du irgendwie was falsch gemacht oder so. Das meine ich nicht. Ich meine, dass dieser Mensch sich dir hundertprozentig öffnen kann, dass dieser Mensch sich dir anvertrauen kann. Nichtsdestotrotz, ihr habt hier einen schönen Weg. Er möchte hier auf dich zukommen. Er möchte hier ein Treffen. Er möchte hier auch mehrere treffen. Er möchte dich überraschen. Er möchte hier eine Entschuldigung aussprechen. Eine Entschuldigung vielleicht auch, wenn das hier zum Beispiel bei den einen oder anderen in der Vergangenheit liegt. Ja, diese Masken. Möchte er sich dafür entschuldigen, dass er zu einem vergangenen Zeitpunkt nicht ganz ehrlich zu dir war, diese Masken oder diese Maske getragen hat? In der Hoffnung, dass du ihm verzeihst. Vielleicht auch deswegen dieses zweite Date oder beziehungsweise hängen wir uns nicht an der 2 auf. Ja, kann auch sein, dass ihr euch schon mehrmals getroffen habt.
Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, also kann sein, dass diese ersten Treffen so noch mit Maske waren und dann hat dieser Mensch ein bisschen mehr Vertrauen gefasst zu dir. Ja, wie gesagt, ihr Lieben, das ist ein ganz, ganz unsicherer Mensch. Total. Und deshalb auch die nächsten Dates, weil er hier jetzt gesagt hat, okay, ich kann dir vertrauen, ich möchte mich dir gegenüber öffnen und ich möchte auch so ehrlich zu dir sein, dass ich dir gestehe, dass ich in der Vergangenheit nicht ganz ehrlich war, also nicht ganz ehrlich in Bezug auf Masken. Vielleicht auch in diesem Sinne, dass dieser Mensch nicht ganz genau weiß, wie er dich begeistern kann, wie er dich beeindrucken kann. Vielleicht hat dieser Mensch dir erzählt, so, ah, er fährt ein super tolles Auto, oder er ist Geschäftsleitung in irgendeiner Firma oder sonst irgendwas und ist es gar nicht, ja. Also hat sich viel, viel höher gepusht, als er eigentlich ist, ja, vom Materialistischen her, weil er vielleicht dachte, dass dir das wichtig ist. Und es kann sein, dass hier beim nächsten Date wirklich so alles raussprudelt aus ihm, ja, also wenn es hier schon so weit ist, dass er sich dir anvertrauen kann, dass er dieses Vertrauen zu dir gefasst hat und dass er hier in die Öffnung geht, dann kann sein, dass hier sämtliches an vergangenem Material raussprudelt, was nicht so ganz korrekt war oder was nicht so ganz ehrlich war. Natürlich liegt es dann im Endeffekt an dir, wie du damit umgehst, was du damit machst. Ja, es ist natürlich auch in jeder Verbindung, gab es hier andere Themen. Sei einfach ehrlich zu dir selbst. Sei ehrlich zu diesen Menschen und dann schaut dir einfach, wie sich die Sache hier weiterentwickelt, beziehungsweise diese Verbindung zwischen euch beiden weiterentwickelt. Ich überlege gerade noch, ob es hierzu noch irgendwas gibt, was man gucken könnte. Ja, ich weiß, an dieser Stelle denken sich wahrscheinlich einige von euch so, ja, und das könnte man noch fragen und das könnte man noch fragen. Und ich höre es einfach nicht. Oh, aber eine Liebesbotschaft können wir ziehen, abholen. Ziehen. Ziehen hört sich immer so manipulativ an. So, was flutscht hier alles raus? Eieiei. Eieiei. Also, Nummer 1, das Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Hier ist Wachstum. Wachstum, hier die Veränderung in dem Sinne, es wird offener, es wird ehrlicher, es wird aufrichtiger und es wird intensiver. Hier sind so viele schöne lodernde Flammen im Hintergrund. Also hier ist eine extreme Anziehungskraft zwischen euch beiden. Nicht nur von seiner Seite, sondern auch in dir entfacht ein Feuer. Weil ich glaube, mit dieser Ehrlichkeit und Offenheit und Klarheit, die er dir entgegenbringen möchte, damit rechnest du vielleicht nicht ganz. Dann haben wir für immer, ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Euer gemeinsamer Weg dauert noch an. Dann haben wir, die Antwort lautet nein. Keine Unehrlichkeit mehr, keine Lügen mehr, kein Fake mehr. Sagen wir es mal so, okay? Unehrlichkeit und Lügen im Sinne von einem Fake-Dasein. Ich möchte offen und ehrlich zu dir sein. Und unter dem Deck haben wir die Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Das heißt hier ganz, ganz klar, diese Verbindung hier zwischen euch beiden, was hier auch vorgefallen sein mag. Ja, natürlich musst du dich hier komplett selbst reinspüren, ob das auf dich zutrifft, beziehungsweise auf eure gemeinsame Seelenverbindung. Aber diese Verbindung ist es wert, dass man hier gemeinsam weitergeht.
Der gemeinsame Weg in die Überfülle, in die große Liebe. Meine Lieben, ich freue mich sehr. Das war wieder ein wundervolles Reading. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.